Hallo Leute, willkommen bei Planet Zoo Arktis. Dies ist Teil 2. Ja, ich habe jetzt 1 bis 2 Stunden hier rumgetüftelt, um das Wasser kleiner zu machen und das Gehege. Das hatte dann eine angemessene Größe, also es ist immer noch deutlich größer als verpflichtend. Aber ich dachte mir, das ist jetzt schon eine akzeptable Größe und hab dann hier Berge gemacht anstelle der gemauerten Barriere. Das hatte ich sowieso vor. Und hab an einigen Stellen schon mal Felsen hingesetzt. Es gibt hier neue Felsen. Und zwar Eis- und Schneefelsen. Die finde ich einerseits sehr, sehr schön. Also gerade hier so die Eisfelsen, da kann man bestimmt tolle Sachen am Wasser mitmachen. Aber wenn es gerade nicht schneit, sieht es ganz merkwürdig aus. Also da muss ich nochmal gucken, wie ich damit klarkomme. Wahrscheinlich kann man das Gelände schneeig anmalen, weil es ist ja hier eigentlich immer kalt. Und dann kann man hier Schnee malen. Das ist hier selten mal über 0 Grad. Und dann sieht das optisch gut aus. Also ausgestaltet habe ich das ansonsten hier noch nicht weiters. Da fehlen noch die ganzen Pflanzen und hier sind ja die Felsen auch aufgehäuft wie in einer Kette. Die dienen hier als Barriereersatz. Also das bedarf noch reichlich viele Arbeit, aber ich wollte jetzt wenigstens heute Nacht nochmal Eisbären reinlassen. Was aber ganz merkwürdig ist, das Wasser wird nicht mehr erkannt. Also vorhin, als ich das gebaut hatte, als ich dieses 100.000 Quadratmeter große Gehege hatte, da hat es das Wasser noch erkannt. Aber jetzt erkennt es nur 1389. Vorhin waren das hier aber noch 20.000, diese Fläche. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht dachte ich mir, erkennen ja die Eisbären, dass da doch ziemlich viel Wasser drin ist. Auch wenn ich hier in die Heatmap reingehe und mir das... Ah, jetzt geht wenigstens das. Okay. Gut, ich wollte nämlich sehen, ob das Wasser hier versorgt wird. Da wird das Wasser erkannt. Dann bin ich doch jetzt doch sehr beruhigt. Ich habe hier extra noch so einen Ausläufer gemacht, damit die Wasseraufbereitung da überhaupt drankommt. Ich hoffe, dass das dann ausreicht. Und hier habe ich eine Insel gemacht und mit einer Brücke. Die will ich auch noch so ein bisschen felsig und vielleicht mit ein paar Holzstücken oder so noch untermauern. Also, dass es irgendwie noch besser aussieht. Aber ich wollte schon mal, dass der Zoowärter hier rübergehen kann. Der muss dann zwar eine echte Wanderung machen, bis er mal hier ist, um hier mal Staub zu saugen. Muss ich mal gucken, vielleicht mache ich auch hier noch eine kleine Brücke hin. Da habe ich eine Höhle gemacht, weil ich dachte mir, es ist cool, wenn die Eisbären hier auf der Insel eine Höhle haben können. Und hier habe ich auch noch Höhlen vorbereitet, aber noch keine Betten reingelegt. Und ich habe auch nur ein Essenstablett und Wasser und sonst noch keine Spielsachen für die, weil ich ja noch keine Eisbären habe. Jetzt gucke ich mal, ob ich welche kaufen kann. So, Zebras brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, der Eisbär ist direkt daneben, da habe ich aber Glück gehabt. Ja, hier, das sieht doch ganz gut aus. Nehmen wir den einfach mal. Und jetzt, oh, Männchen ist teuer. Will ich das ausgeben? Ich warte ein bisschen, ob ich noch einen preiswerteren kriege. Da! Ja, wunderbar. Ruckzuck. Den verlegen wir jetzt gleich mal. Ah, und ich wollte auch noch Mitarbeiter anstellen, extra hierfür. So, Mitarbeiter.
Und dann muss ich auch noch mal Schlangen verkaufen. Das mache ich dann zwischendrin mal. So. Und ich werde dann wahrscheinlich auch die Vivarien abschaffen, wenn dieser Zoo hier richtig im Betrieb ist. Aber momentan lebt der Zoo noch von den Vivarien. So. Jetzt müsste mindestens einer sich auf den Weg machen, um mal den Eisbär zu bringen. Die sind hier noch ganz gemütlich. Ach, das ist kein Handelszentrum. Mist, ich wollte hier ein Handelszentrum hinbauen. Und stattdessen habe ich ein Forschungszentrum gebaut. Na gut, das können wir hier vielleicht lassen, aber kein Wunder, dass die nicht zügig hier rennen und ausliefern. So, gut. Jetzt lassen wir es wieder laufen. Jo, aber der erste Eisbär wird wahrscheinlich von weit, weit weggebracht. Dann packe ich hier nochmal den zweiten Eisbären. Wo steckst du? Hier. Verlegen. Hier rein. Ich bin ja mal gespannt, ob die hier flüchten können, ob die das Wasser erkennen. Ich frage mich sowieso, was ist mit dem Wasser überhaupt los? Warum wird es nicht als solches erkannt? Oder nur so eine kleine Fläche? Die Fläche sind etwa 20.000 Quadratmeter. So, der Eisbär. Ah, jetzt stoppe ich kurz und lasse sofort einen Tierarzt forschen, damit ich denen möglichst bald ein paar Spielsachen kredenzen kann. Gut. Also, das Gelände passt ihm gar nicht. Es ist zu viel Erde. Und ich könnte mehr Schnee machen. Ja, das kann ich verstehen. Und Fels mögen sie auch. Aber ich mache jetzt einfach erstmal großflächig Schnee. Das ist ja schließlich ein Eisbär. Da erwartet man Schnee. So, hier, das machen wir auch schön schneeig. Ja, und hier bleibt der Schnee auch wunderbar liegen, weil es so schön kalt ist. Also schön kalt jetzt, aus Sicht des Eisbären. Hier diese Berge habe ich zum Gehege zu steil gemacht. Muss man ja, damit die nicht abhauen können. Das wird das nächste sein, was ich mal überprüfe. So. Jetzt, na, jetzt sind sie zufrieden. Also gut, genug Schnee. Wunderbar. Ah, und er erkennt auch das Wasser. Das ist ja wunderbar. Es sind tatsächlich 20.000 Quadratmeter und die Eisbärin ist mit 4.000 zufrieden. Wenn der zweite reinkommt, wird der Bedarf bestimmt steigen. Und das Gehege ist etwa dreimal so groß wie gebraucht. Das ist okay. So, und hier. Mit der Lerche können die nix anfangen, also raus damit. Ganz schön kahl. Aber gut, es ist ein Eisbär, kein Grizzlybär. Mal gucken, was die überhaupt an. Oh, man kann schon Pflanzen reinmachen, und zwar aquatische und Tundra. Gut, ist ja merkwürdig. Ah, und Kontinente ist Arktis. Na gut, okay. Siquinic. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Jetzt überprüfe ich hier mal die Fluchtmöglichkeiten. Wow, habe ich Glück gehabt. Super, super. Und hier, da können sie auch hier oben drauf. Das hatte ich mir gewünscht. Gehegesauberkeit.
Ah, das kann man jetzt auch sehen. Super. Und hier sind die Rückzugsorte. Also das finde ich jetzt gut. Ja, das Gehege sieht sauber aus. Wahrscheinlich kriegt man dann hier, ah ja, hier gibt es dann erst lilane und dann rote Markierungen. Wunderbar. Ja, dann können wir ja den Eisbär uns jetzt erstmal angucken, wie der hier so rumläuft, beziehungsweise sie, und dann setzt man noch ein paar Bäume rein. Und irgendwann, wenn ich Zeit habe, gestalte ich das Gehege mal richtig aus. Denn das ist hier jetzt ja noch nix. Gut. Lauf mal los, meine Liebe. Du kriegst auch gleich noch einen Kumpel. Ach, was bin ich jetzt aber froh. Und dann mache ich da schöne Schneefelsen und Eisfelsen hin. Da kann man schon noch was machen. Bei so einem Riesengehege ist man dann 10 Stunden mit Felsen platzieren beschäftigt. Mal gucken, wie ich das zeitlich hinkriege. Und gefällt es dir? Da kommt dein Kollege. So. Na, kann einwandfrei ins Wasser rein. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Und da ist schon der zweite, der hat es aber eilig. Gucken wir mal von oben. Ja, hier gemütlich schwimmen. So ist recht. Ja. Na, das ist hier schon ein großes Gehege. Ich meine, gut, mit 12.000 Quadratmeter Gehegegröße ist das ja sowieso gigantisch und ich habe es noch dreimal größer gemacht. Sie haben also schon ordentlich Auslauf gekriegt. Das finde ich auch gut so. Jetzt gucken wir mal. Naja, zu zweit brauchen sie 14.000 Quadratmeter und 4.500 Wasserfläche. Und er ist doch eine ganze Ecke größer. Ach, was bin ich jetzt froh, dass das geklappt hat. Ups. Wo ist er hin? Huch, jetzt. Wo sind wir hin? Gehen wir mal ein bisschen mit ihm. Jawohl, kräftig schütteln. Oh, der Schnee taut weg. Das gefällt ihm jetzt überhaupt nicht. Jetzt sitzt er hier ganz enttäuscht. Ah, es ist 9 Grad. Tja, was machen wir denn da? Bist du trotzdem zufrieden? Ja, jetzt ist es halt Fels. Das ist okay. Gut, Klimawandel. Wir müssten noch so ein paar Eisschollen hier. Da kann man wahrscheinlich diese Eisfelsen kann man als Eisberg bauen und dann Eisschollen bauen und sowas. Okay. Ja, ob die Zuschauer die jemals zu sehen kriegen, so viel Platz wie die Eisbären haben. Besucher, was sagt ihr? Oh, sie sind am Anmarsch. Das ist gut. Oh, ganze Horden. Ja, dann sollte ich denen hier eine Imbissbude hinstellen, damit die mir hier nicht vom Fleisch fallen. Ja, es sind jetzt auch so viele, dass sie das brauchen. Ich stelle da jetzt erstmal einfach nur so Standardhütten hin und die werden dann bei Gelegenheit mal ausgebaut. Das werden die zwar nicht schön finden, die Gäste, aber lieber so.
Looney Bloons, ja, könnt ihr auch ein paar Looney Bloons kaufen. Dann brauchen wir Müll. Mitarbeitergebäude haben wir hier reichlich. Ach, da können wir auch hier diese hübschere nehmen. Oh, und das neue Welt. Wir nehmen die da. So. Oh, die sollten wir sowieso hier auf der Strecke verteilen. Nicht, dass die uns hier die ganze Strecke vollsauen. Das machen die nämlich gerne mal. Wenigstens ab und zu mal im Mülleimer. So. Und wir machen ab und zu eine Bank. Wobei, jetzt gucke ich mal, ob wir das Design schon erforscht haben. Oh, wir haben ein bisschen Eisbär erforscht. Sehr gut. Oh, da gibt es aber viele Stufen, um den zu erforschen. Das wird lange dauern. Klassiker? Nein, ich wollte doch Arktis studieren. Und jetzt hat eine Einrichtung keinen Strom. Habe ich da falsch geklickt? Wahrscheinlich. Dumm gelaufen. So, immerhin kommen die jetzt an. Ach, die haben keinen Strom. Na gut. Dann kriegen die gleich mal einen Stromdings gebaut. Sonst gehen die ja nicht zur Arbeit, die Mitarbeiter. Und jetzt wird auch schon wieder Nacht. Das ist mal wieder ein bescheuerter Weg. Hey, jetzt zappel hier nicht rum. Geradeaus geht's weiter. Man fragt sich. So. So, fangen wir einfach nochmal von vorne an. Ich stell's mal auf 3. Ja, geht doch. Okay. Und jetzt stelle ich hier einfach nur mal eine ohne Strom und eine Wasserversorgung. Vielleicht erreicht das ja das Wasser. Einrichtungen. Strom. So. Jetzt sollte ich eigentlich die Heatmap gleich anstellen. Ja, so geht das. Aber das Wasser muss näher dran sein. Heatmap. Okay, da muss ich den Weg erstmal weiterbauen. Und jetzt kann auch der Strom dazu. So. Okay. Gut. Und gucken wir mal, ob das Wasser... Ja, es kommt hier gerade so ran an das Wasser. Na, hoffen wir mal das Beste, dass das Wasser sauber gemacht werden kann. Sonst muss ich hier irgendwie so eine Einbuchtung machen, so eine Mitarbeitereinbuchtung mit Wasser oder sowas. Ah, jetzt ist wieder Schnee angesagt. Wunderbar. Und... Ja, ich baue erstmal andere Bänke, weil ich ja das Falsche erforscht habe. Nehme ich noch so ein paar neue Weltbänke. So. Damit die Besucher unterwegs nicht entkräftet werden. So. Später wird das dann auch besser, weil die auf dem Weg zu den Eisbären ja auch interessante andere Tiere finden. Jetzt ist die Frage, können die die überhaupt sehen? Wahrscheinlich nicht. Weil ich denen so ein paradiesisch großes Gehege gemacht habe. Okay, ich wünschte, ich könnte einen Getränkeladen finden. Ja, hier sind da
Gucken wir mal. Ach, sind die Mitarbeiter nicht wiedergekommen? Die sind jetzt erstmal in die Pause gegangen, oder wie? Na, dann stellen wir wenigstens mal einen neuen ein. Aber dass die dann in die Pause kommen und nicht gehen und nicht wiederkommen, ist ja schon eine Frechheit. Ach, noch einen zweiten. So. So, die Barriere werde ich hier auch noch dichter an den Weg ranmachen. Das geht natürlich nicht da, wo Wasser ist, aber da ist es auch dicht genug. Das mache ich dann mal tagsüber. Gibt echt noch viel zu tun bei dem Gehege. Und jetzt mache ich die Nacht... Oh, obwohl, wir gucken mal, ob es schönes Polarlicht gibt. Und schönen Mond gibt's. Da! Das ist doch schön. Ja. Das lassen wir jetzt ein bisschen auf uns wirken. Sehr, sehr schön. Und die Sterne. So stellt man sich die Arktis vor. Wunderbar. Oh, jetzt kommt der Tag. Und die Gäste denken, dass die Tickets günstig sind. Das ist auch gut. Dann kann man die bei Gelegenheit mal teurer machen. So. Naja, das geht jetzt schnell genug. Und jetzt gucke ich mal, was es hier für Pflanzen gibt. Das war Tundra und Aquatisch und Arktis. Aquatisch, Tundra und... Na, klasse. Hier gibt es kein Arktisch. Als Kontinent. Und die mögen aber nur Pflanzen, die zum Kontinent Arktisch gehören. Oder habe ich da was falsch verstanden? Nicht gekaufte Zusatzinhalt ein- oder ausschalten? Ja, ich habe sie gekauft. Das ist hier die dahurische Lerche. Die wird hier angepriesen für Tundra. Darum steht die ja auch hier. Ah, da. Tja. Gucken wir mal. Kontinente Arktis. Klasse. Ist irgendwie im Kontinent Arktis. Ich habe kein Arktis. Was macht man denn da? Gar keine Bäume hinsetzen? Weil wenn man hier einen anderen Kontinent nimmt, sind sie ja unzufrieden. Ich nehme trotzdem mal ein paar europäische Sachen. Nur ein paar. Ah, da gibt's auch nicht viel. Oder ich wähle den Kontinent einfach raus. Rentierflechte ist doch toll. Polypsis. Ich denke mal, hier aquatisch ist auch eher unpassend. Weil da sind auch ein paar so Seerose. Seerose geht gar nicht. Leute, Leute. Eigenschaft, Design, afrikanisch. Hier, bei Design gibt es Arktis, aber da gibt es keine Pflanzen. Tja. Da wird bestimmt wieder eifrig geschimpft werden. Das sehe ich schon kommen. Ich setze hier mal so eine
Pflanze hin und da sind sie gleich ganz furchtbar unzufrieden mit. Es gibt so, wenn ein Merkmal nicht stimmt, dann gibt es nur so ein kleines Ausrufezeichen. Aber hier ist es, wird gleich ganz doll das Rot gemacht. Nun gut. Immerhin ist er mit den Pflanzen noch zu 99% zufrieden. Das ist doch schon mal was. Da müssen sie dann bestimmt ein Emergency Update machen. Ja, Rentierflechte ist doch cool. Jo. Also ich denke mal, Rentierflechte ist eine der wenigen Sachen, die da tatsächlich wachsen. So, jetzt lasse ich es erstmal dabei. Da muss ich halt mit Felsen dekorieren. Und, hat's geschmeckt? Umjaktorvik. Ja, hat anscheinend geschmeckt. Aber ich empfehle dir eigentlich nicht, dort dein Häufchen hinzumachen, wo das Essen ist. So, was sagt denn unsere Dame? Oh, und ich hatte ja schon was erforscht. Vielleicht habe ich inzwischen sogar noch mehr erforscht. Jawohl, oh, ziemlich gut. Dann gucken wir mal, was wir denen so kredenzen können. Hier, ein Drehfutterspender. Das ist doch toll. Und vielleicht wird der arme Tierpfleger wird ganz narrisch werden, wenn er hier den Drehfutterspender auffüllen muss. Den Klumpen aus gefrorenen Früchten. Und ein großer Schneeball. Das ist doch cool. Das stellen wir ihn mal hier hin, damit sie auch einen Grund haben, dorthin zu gehen. Und der Futterspender Bambus? Ne, das packen wir mal hier hin. So. Na, jetzt ist die Lebensqualität schon sehr viel besser. Ich packe nicht alle Spielsachen hin, weil die schnell die Lust an den Spielsachen verlieren. So, bis hier unten geht keiner. Naja, hier kann man auch aktuell niemanden beim Schwimmen zugucken. Das ist ja hier ein lustiges Plateau, was ich da gezaubert habe. Das war gar nicht Absicht, aber ich finde, das sieht ganz nett aus. Da könnte man dann vielleicht auch noch so eine Schlafmatte hinlegen. Mal gucken. Huch, das gehört zur Gruppe mit der Tierpflegerhütte. Das war so nicht beabsichtigt. So, hier. Gemütlicher Schlafplatz. Und hier mache ich auch noch einen gemütlichen Schlafplatz. Und sie können, wie gehofft, unter der Brücke durchschwimmen. Und der Tierpfleger kann über die Brücke gehen. Er hat's geschafft. Danke, du bist sehr tapfer. Also im Prinzip funktioniert das Gehege. Ich muss nur noch dran arbeiten. Aber kann gut sein, dass ich als nächstes erstmal ein Japan-Makaken-Gehege baue, damit ich anfangen kann, mit denen zu züchten. Und dann kommen die anderen Arktistiere dran. Jo. Jetzt genießen wir hier noch. Ah, da legen sie sich gleich hin. Also, sie liegt schon. Jetzt genießen wir ihn noch ein bisschen. Herrlich. Die haben sie schon schön gemacht. Die Tiere sind einfach so toll gemacht bei dem Spiel.
Jo, jetzt hältst du ein Mittagsschläfchen. Das ist sehr weise. Gemütlich hinkuscheln. Plopp. Jo, und ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.